6 Minuten Lauf. Für diesen Test benötigen Sie 2 Testleiter, eine Stoppuhr und 4 Pylonen. Bei dieser Testaufgabe müssen die Kinder in 6 Minuten so viele Runden wie möglich um das markierte Volleyballfeld laufen. Bei jüngeren Probanden hat es sich bewährt, dass ein Testleiter in den ersten beiden Runden vorausläuft, um den Kindern ein Gefühl für das Lauftempo vorzugeben. Das verhindert ein Lossprinten der Kinder. Nach Ablauf der 6 Minuten setzen sich die Probanden hin. Es werden dann die gelaufenen Runden und die absolvierten Meter in der letzten Runde notiert. Die erreichte Meterzahl wird für die weitere Auswertung verwendet. Fehlerbilder. Die Probanden dürfen nicht abkürzen. Die Probanden dürfen nicht stehen bleiben. Gehpausen sind erlaubt.